Dann sage ich erstmal zwei Sätze. Meldet euch gerne mit Handheben. Ist am einfachsten für mich. Ihr kennt das alle. Ja, für uns, Olaf, als Attac AG war das, was du zuletzt angesprochen hast, ein wesentlicher Grund, dass wir nicht Mitglied bei Bien sind, auch als Individuen nicht beigetreten sind, weil die existenzsichernde und teilhabesichernde Höhe eines bedingungslosen Grundeinkommens der emanzipatorische Springpunkt ist. Ohne existenz- und teilhabesichernde Höhe ist das bedingungslose Grundeinkommen kein emanzipatorisches Projekt, sondern in den industrialisierten Ländern, zumindest in den industrialisierten Ländern, ein reaktionäres, ein Armutsprojekt, das man nicht unterstützen kann. Dass es in extrem armen Ländern einen Unterschied macht, ob man 10 Dollar im Monat zusätzlich bekommt oder nicht, ist völlig klar. Sowas kann man in einem verabredeten Text, in einer verabredeten Definition sehr wohl berücksichtigen. Für uns ist es völlig unvorstellbar, in einem Netzwerk zu sein, der bewusst ein Armutsprojekt propagiert. Mir scheint, dass es in Bien, das ist dann jetzt auch meine Frage an dich, mir scheint, dass das in Bien eine Sache zu sein scheint, in der einige frühe Honoratioren des Bien-Netzwerkes eher ihren Stand der Diskussion von vor 20 Jahren nicht in der Lage sind zu korrigieren und zu überwinden. Ich habe nicht den Eindruck, ich kenne das Netzwerk natürlich Bien viel schlechter, als du das kennst oder andere, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es wirklich eine klare Mehrheit gegen eine Festlegung der Höhe gibt. Wir haben bei UBIE vor 10 Jahren relativ einfach mit allen europäischen Netzwerken, die bei UBIE organisiert sind, diese Festlegung treffen können. Wir haben es in der gemeinsamen Erklärung, also in der im Anhang zu der Europäischen Bürgerinitiative drin gehabt, dass die Höhe entsprechend teilhabesichernd ausreichend sein muss. Also in der europäischen Debatte ist das eigentlich nicht mehr umstritten. Insofern ist es für mich völlig unverständlich, wie man eine solche Argumentation anstellen kann, dass man international mit der Forderung nach einer ausreichenden Höhe nicht arbeiten könne. Selbstverständlich, da gehört ein Satz dazu, das betone ich nochmal. Da gehört ein Satz dazu, dass in den extrem arm gemachten Ländern natürlich auch niedrige Beträge den Unterschied zwischen Verhungern und Überleben ausmachen und dass solche Projekte dort nicht abgelehnt werden können. Aber die Perspektive kann nicht sein, dass das Grundeinkommen die allerschlimmste Armut vermeidet, sondern die Perspektive muss sein, dass das Grundeinkommen zu einem würdigen Leben führt. Darf ich dann mal direkt darauf antworten oder wollen Sie Ja, das andere? ich bitte drum. Ja, also zunächst einmal die Geschichte mit den Altvorderen oder wie sie bei uns heißen, The Founders, die Gründungsväter. Eine Mutter ist auch dabei mit Annie Miller, aber die meisten, die fünf anderen sind alles Männer. Die ist mehr oder weniger auf diesem Kongress auch abgeräumt worden mit einer quasi Dankplakettenübergabe. Und der Festlegung, dass von Philipp van Parijs geführte Rat nur noch ein Jahr weiter existiert. Das war mal ein Gremium, das internationale Beratergremium, das nur dann in Tätigkeit tritt, wenn das Executive Committee möglicherweise handlungsunfähig sein sollte. Dieses Gremium ist die letzten 20 Jahre nicht einmal zusammengetreten, aber es wurde jedenfalls festgehalten, es ist eigentlich obsolet, überflüssig und kann vermutlich aufgelöst werden. Es möchte sich bitte jetzt einmal treffen,
um zu sagen, ob es aufgelöst werden kann und das innerhalb des nächsten Jahres und das, wie gesagt, auch mit der Überreichung von wunderschönen Dankesurkunden, was dann nachher im Executive Committee so diskutiert wurde. Habe ich das jetzt richtig mitgekriegt? You fired the founders. Du hast die Gründungsväter gefeuert und mehr oder weniger das war jetzt eigentlich auch so im Executive Committee betrachtet worden als quasi Ablösung von der Gründergeneration. Was anderes ist es mit dem Armutsprojekt. Es ist, glaube ich, eine wesentliche Personalie zu wissen mit Jürgen de Lispelade, mal eher niederländisch zwar von Geburt, aber in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen. Von daher spricht er auch Deutsch oder versteht es zumindest. Ist sehr, sehr umtriebig auf der gesamten Welt und hat gesagt, es geht ja bei der Definition darum, was ist als etwas zu bezeichnen und was nicht. Und wenn man jetzt beispielsweise ein Fenster definieren will, dann kann man dazu sagen, es handelt sich um ein Loch in einer Wand, durch das man hinaussehen kann und durch das Licht von draußen hereinfällt. Verglast oder nicht verglast, aber jedenfalls, das ist die Definition von Fenster. Ist das Fenster nur einen winzig kleinen Quadratmillimeter groß, dann ist es ein ganz, ganz beschissenes Fenster, es bleibt aber ein Fenster. Und deswegen wäre ein Grundeinkommen, das nicht existenzsichert ist, ein ganz, ganz beschissenes Grundeinkommen. Es bliebe aber ein Grundeinkommen. Und das, was grundsätzlich diskutiert wird, und ich glaube inzwischen auch wesentlich von jüngeren Generationen im Executive Committee, ist das sogenannte Top-up Grant. Was man beispielsweise, wir hatten ja den Beschluss 2016, dass wir sämtliche konkreten Modelle, also Schemes heißt das da, nicht Model, sondern Scheme, ablehnt, die zu einer Verschlechterung der Situation der Ärmeren und Ärmsten führen in einem Land. Und wenn man jetzt von einem Top-up-Grant spricht, und wir kennen jetzt die Bürgergeldsituation in Deutschland, und wir hatten sonst immer gesagt, also das Bürgergeld muss ohnehin auf eine existenzsichernde Höhe, soziokulturelles Existenzminimum, angehoben werden. Und das bedingungslose Grundeinkommen wäre ebenfalls in dieser existenzsichernden Höhe das soziokulturelle Existenzminimum sichernd plus Teilhabe gezahlt werden. Dann wäre jetzt, vorausgesetzt, das Bürgergeld wäre auf diese Höhe angehoben, der Effekt für einen Bürgergeldempfänger änderte sich gar nichts, weil die ganze Geschichte, außer dass er nicht mehr zum Amt rennen muss und dass er sich nicht mehr nackt machen muss, aber die Summe, die ihm ausbezahlt wird, bliebe die gleiche. Nach den Konzepten, die sich unter anderem Jürgen de Vispelare vorstellt, hieße es, der existierende Sozialstaat bleibt intakt, auch diese Zahlungen bleiben intakt. Und beispielsweise gäbe es dann ein bedingungsloses Grundeinkommen in Höhe von, sagen wir, 200 oder 300 Euro für jeden in Deutschland drauf und würde nicht angerechnet auf das Bürgergeld. Dann hätten alle mehr und die Bürgergeldempfänger hätten nicht weniger, wohingegen bei einem normalen Einführen eines bedingungslosen Grundeinkommens hätte ein Bürgergeldempfänger einfach nur das Gleiche. Das heißt, es ist durchaus vorstellbar, dass eine niedrigere Zahlung trotzdem nicht zur Verarmung führt, sondern möglicherweise den mittleren und unteren Teil der Bevölkerung besser stellt. Gleiches ist unter anderem auch von DiEM25 von Yannis Varoufakis mal vorgerechnet worden, der gesagt hatte, er möchte gerne ein bedingungsloses Grundeinkommen in ganz Europa für jeden europäischen Bürger, jede europäische Bürgerin. Und zwar genau mit der Begründung, 200 Euro für einen Griechen im Monat sind wesentlich mehr als 200 Euro für einen Deutschen im Monat. Und er findet, es sei an der Zeit, das zu machen. Interessant ist auch, dass du jetzt das UBI erwähnt hast, weil auch da gibt es ja mittlerweile eine andere Riege, die dort sind fünf, glaube ich, die dort das Executive Committee oder wie es bei denen heißt, stellen, die gesagt haben, sie hätten sich, und das müsste man dann jetzt mal genau recherchieren, von dem Beschluss, den du gerade erwähnt hast, inzwischen wieder distanziert und seien deswegen jetzt sehr viel näher an Dien dran. Und das ist also möglicherweise tatsächlich etwas, was wieder im Fluss ist. In der Tat ist es aber so, dass viele Leute auch aus der jüngeren Generation gesagt haben, lasst es uns real einführen. Und dann, das war das Argument von Sarath Davala. Er kennt Politiker so, wenn eine Leistung erstmal eingeführt ist, gibt es keinen Politiker mehr, der fordern kann, sie abzuschaffen, weil der wird nicht gewählt. Was die Politiker dann tun müssen, ist, sich gegenseitig darin zu überbieten, zu fordern, diese Leistung zu erhöhen. Deswegen
ist das bedingungslose Grundeinkommen auch in nicht existenzsichernder Höhe eingeführt, ist er sicher, dass sich dann anschließend der Überbietungswettlauf dahingehend ausgestaltet, dass es die existenzsichernde Höhe ohnehin erreicht. Das ist der Stand der Diskussion innerhalb von BN und dem BN Executive Committee. Ich berichte das jetzt einfach mal so. Ich sage das auch völlig wertfrei und ich glaube auch, dass es richtig ist, dass die Mehrheit der Mitglieder, die natürliche Personen sind und auch die Mehrheit der Affiliates, die ja nicht wirklich Mitglieder sind, für das Kriterium der existenzsichernden Höhe sind. Auch und gerade im globalen Süden, also beispielsweise das südafrikanische Netzwerk, das sich in den letzten 3 Jahren zweimal umbenannt hat. Ich weiß es also jetzt nicht aktuell, wie es heißt. Das ist immer für das Kriterium der existenzsichernden Höhe. Und da sind diverse andere auch dabei. Das sind Schottland und Kanada und so weiter, die mir spontan einfallen. Aber aus dem globalen Süden ist es, bilde ich mir ein, auch die überwältigende Mehrheit von Lateinamerika. Und selbstverständlich ist es Südkorea. Und selbstverständlich sind es auch andere Länder aus dem asiatischen Raum. Also es ist sehr wohl so, dass das Kriterium der existenzsichernden Höhe immer als politisches Ziel auf jeden Fall definiert wird. Ob es aber als Definitionsziel definiert wird, da scheiden sich die Geister. Und wie gesagt, Saratha Walla hat gesagt, er muss auch für dieses Memorandum stimmen, weil natürlich ist er inhaltlich dafür. Und das indische Netzwerk hat es ja auch mit unterzeichnet und der hat es als Person mit unterzeichnet. Und der Kongress in Bath hatte ursprünglich mal den Titel Reclaiming Radical Roots, also wieder die Wurzeln zurückerobern und an die Wurzeln gehen und mit anderen Worten einen aktivistischen Ansatz, Gedankenansatz. Und der ist natürlich anders als der wissenschaftliche, nicht abhängig von der Definition, sondern vom politischen Ziel. Und das politische Ziel, dass es sich um eine existenzsichernde Höhe handelt, das habe ich jetzt nicht in Frage gestellt gehört. Immer nur die Frage, ist das aber die Definition? Also im politischen Ziel, glaube ich, sind wir uns da mit Björn durchaus einig. Jetzt höre ich dich nicht. Ich muss mein Mikro anmachen. Das kommt mir so ein bisschen vor wie Mäusekacke auf Hochkant gestellt, aber lassen wir das mal offen. Also wenn wir uns die Debatte um das Bürgergeld in Deutschland anschauen, dann ist der Überbietungswettbewerb für bessere Leistungen ja ganz offensichtlich ein Märchen. Ja. Sondern es ist in Deutschland, zumindest in Deutschland, in Österreich scheint mir das ähnlich zu sein. Und auch die Franzosen haben das erzählt, als wir vor 2 Jahren mit denen ein längeres gemeinsames Seminar hatten. Vollkommen selbstverständlich, dass jede Leistung, die Armut reduzieren soll, sofort unter Druck steht, sie zu senken, bis zu beseitigen. Das hat in Deutschland uralte Tradition. Also da ist die Erwartung des Kollegen, vielleicht in einigen Ländern mag das anders aussehen, aber in Deutschland, glaube ich, wird das so nicht funktionieren. Aber das dahingestellt, das wisst ihr alle selber. Thomas hat sich gemeldet, bitte. Ich wollte nicht stören. Ach, man hört mich noch. Ja. Also, grüß Gott, ich heiße ein Thomas mit sehr großen Sympathien für den aktivistischen Ansatz. Also offiziell, schriftlich und außerhalb dieser Runde würde ich natürlich immer die 4 Kriterien vom Netzwerk Grundeinkommen anführen, muss existenzsichern und sein und in großer Höhe. Inoffiziell, wir sind ja hier unter uns als unter BGE-Befürwortenden, sehe ich das außerordentlich pragmatisch. Also ich kämpfe dafür, dass das BGE überhaupt erstmal gesellschaftlich akzeptiert wird, dass wirklich eine übergroße Mehrheit über alle Gruppen hinweg sich mit der Idee anfreundet. Das ist für mich Schritt 1. Dann speziell in Deutschland, was der Werner gerade so anspricht, würde es dann natürlich erstmal eine Kommission, einen runden Tisch und was weiß ich alles geben, wo dann Wirtschaftsverbände, Sozialverbände, Gewerkschaften, Parteien und wer auch immer sich dann da beteiligt. Dann braucht es natürlich Leute, die die Maximalforderung stellen. Das ist wie auf dem Basar. Du fängst beim Falschen mit der Maximalforderung an. Klammheimlich kann ich aber natürlich, und da habe ich durchaus Sympathie mit dem, was der Olaf erzählt hat, mit was viel kleinerem leben, was dann als Kompromiss, als Ergebnis rauskommt. Es braucht dann natürlich weiterhin Aktivisten und Gruppen und auch Wissenschaftler, die dann nach wie vor den Finger in die Wunde legen, hey, jetzt haben wir uns auf einen Kompromiss geeinigt, das ist aber noch nicht existenzsichernd oder es fehlt noch dieses und jenes. Shit happens. Hauptsache, man hat mal angefangen und es eingeführt. Da bin ich durchaus eher bei
Jetzt bin ich mir nicht sicher, wie die Organisation heißt. Also der Ansatz, es überhaupt mal einzuführen, gefällt mir. Das wollte ich eigentlich loswerden. Also ich bin da jetzt, gehöre jetzt nicht zu den Gralshütern der reinen Lehre, die sagen dogmatisch, wenn im BGE nicht mindestens 1.500 Euro hoch ist, dann bin ich dagegen, dann wird es nicht eingeführt, weil es solche Sachen gibt es auch. Ja, ich habe in dem Zusammenhang in der Debatte auch in Bath ins Feld geführt. Ja, wir hatten ja schon diese Erfahrung mit Brasilien, wo die Aktivisten das bedingungslose Grundeinkommen gefordert haben. Und unser Mitglied, Senator Eduardo Suplicy, hatte dann immerhin die Idee, dass man überparteilich in die Verfassung schreiben kann, ein bedingungsloses Grundeinkommen kann jederzeit vom Präsidenten per Federstrich eingeführt werden. Damit ist zumindest der Weg bereitet, dass aber gleichzeitig real eingeführt wurde Bolsa Familia, ein Sozialprogramm, von dem zu Hochzeiten ein Drittel der brasilianischen Bevölkerung dann schließlich gelebt hat. Und die Aktivisten blieben weiter da, um den Finger in die Wunde zu legen, weil wir wollten ja ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wir wollten jetzt nicht einfach nur Bolsa Familia oder einen begrenzten Sozialstaat. Man muss aber wissen, etwas Ähnliches gab es vorher nicht. Das heißt also, es war trotzdem ein politischer Effekt, der zumindest mal für die Einführung eines Sozialsystems in Brasilien gesorgt hat. Wiewohl das natürlich targeted, also auf Bedürftige mit Bedürftigkeitsprüfung beschränkt bleibt. Aber ja, natürlich, man hatte erst mal ein größeres Ziel, man hat dann ein kleineres erreicht. Aber das heißt, man muss weiter dranbleiben und man muss weiter den Finger in die Wunde legen, so wie du gesagt hast. Ich glaube nicht, dass es ein Problem damit gäbe, wenn Sozialsysteme verbessert werden könnten, das zu akzeptieren, auch ohne dass man den kompletten Schritt zu einem Grundeinkommen schafft. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Der Punkt ist, was ist das, was man auch öffentlich verlangt und will, womit man die Debatte bestreitet. Aber auch da bin ich jetzt nicht, sehe ich mich jetzt nicht in der Rolle, das weiter zu diskutieren. Wir haben dazu uns viel geäußert und immer wieder diskutiert und auch geschrieben. Also eine Perspektive. Um das abschließend zu beantworten, Olaf, was du eben gefragt hattest. Für uns als Ataka geht genug für alle innerhalb von Bienen sehe ich so erstmal nicht bei diesem Stand. Werner und dann Hans-Florian. Ich würde gerne die Position von Werner Retz unterstützen. Ich glaube, die Frage nach der Höhe eines BGE ist eine ganz entscheidende, wenn man die ganze, auch die Geschichte der Diskussion über das BGE sich ansieht, dann scheiden sich meiner Ansicht nach die Geister. Die Konservativen, die Neoliberalen genau an diesem Punkt. Ne? Nicht zuletzt der André Gorz hat immer darauf hingewiesen. Die Höhe ist wirklich letzten Endes entscheidend, ob das ein emanzipatorischer Ansatz ist oder eher ein konservativer. Ich will ganz kurz darauf hinweisen, ich weiß nicht, wer von euch den Beitrag von Gysi gesehen hat auf dem Parteitag der Linken. Ich war zufällig also in dem Stream, als er geredet hat. Und er hat also, wie ich finde, mit grottenschlechten Argumenten gegen das BGE argumentiert, in Anführungsstrichen, und hat also fast wörtlich gesagt, wenn der Deutsche Bundestag das BGE beschließen würde, dann hätten wir keine Rentenversicherung mehr, dann hätten wir keine Krankenversicherung mehr. Also genau, ja, aber das Problem ist ja, dass wir Unterstützung in Anführungsstrichen bekommen von neoliberalen Befürwortern eines BGE, deren Konzept genau in diese Richtung geht. Zum Beispiel Thomas Strauper, ne, der freut sich einen Keks in seinen Veröffentlichungen, dass die Kosten fürs BGE, wie er dies ausgerechnet hat, dass sich das deckt mit dem gesamten Sozialbudget. Und da sagt er, ist doch prima. So, dann ersetzen wir das BGE mit das Sozialbudget durch das BGE. Und das ist natürlich der würde der Sozialstaat abgeschafft werden. Also ich sage das in diesen Zusammenhängen, weil ich wirklich finde, in der Diskussion ist die Frage der Höhe wirklich von entscheidender Bedeutung.
Jetzt werde ich darauf hingewiesen, ich hatte das nicht gesehen, dass Gerd sich mit Handzeichen gemeldet hat, aber Hans Florian, der als erster die sichtbare Hand oben hat, sagt selber, Gerd war vorher, also nehmen wir Gerd auch vorher dran, bitte. Ja, wenn ihr das wollt, könnt ihr mich hören? Das Ja. ist gut. Also ich bin ja relativ neu hier auf eurer Sitzung. Ich habe mich aber die letzte Male regelmäßig beteiligt. Ich selber bin im Zusammenhang einer Dissertation auf das Thema des Grundeinkommens und des bedingungslosen Grundeinkommens gestoßen. Dazu will ich jetzt aber im Detail nichts sagen. Ich habe nur einmal eine Frage an euch. Ist eigentlich schon mal debattiert worden, weil ich neu bin, weiß ich das nicht, ist eigentlich schon mal debattiert worden, die Forderung nach dem bedingungslosen Grundeinkommen in der Bundesrepublik zuerst mit der Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen für Kinder zu verbinden. Ich persönlich habe den Eindruck, ich weiß das nicht, dass wenn die allgemeine Akzeptanz zwar prinzipiell da ist, die ist ja sehr groß, die allgemeine Akzeptanz, dass die Akzeptanz wesentlich größer werden könnte, wenn man das mal ganz konkret auf eine Kindergrundsicherung zuspitzen würde, sozusagen als ersten Schritt. Aber ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt und ihr seid ja auch viel tiefer in der Diskussion und ich bin da auch jederzeit bereit, meine Argumente neu zu überdenken. Ich setze gerade den Link in den Chat zu unserem Konzept als AG genug für alle. Das ist jetzt knapp 20 Jahre alt, dass wir das verabschiedet haben. Da steht die Kindergrundsicherung bzw. Kindergrundeinkommen schon drin. Möglich wäre das auch als ein Grundeinkommen für Alte, also eine Art von Mindestrente, beitragsunabhängig. Sabbaticals sind auch ein Punkt, der bei uns viel diskutiert wird. Das war, ich würde Kindergrundsicherung, wenn ich das kurz noch sagen darf, bitte. ist im Übrigen auch Bestandteil des Grundsatzprogramms der Linken in Erfurt, verabschiedet vor 11 Jahren, was allerdings offensichtlich die heutigen Linken gar nicht mehr wissen und auch offenbar nie gemerkt haben. Das nur nebenbei und am Rande. Ja, es gibt da ja auch ein breites gesellschaftliches Bündnis, wo auch Verdi und die GEW mit dabei sind, die das Kinder, also ausdrücklich kein Kindergrundeinkommen, weil die das Wort nicht mögen. Die nennen das Kindergrundsicherung, aber es läuft auf dasselbe hinaus. Und eine Reihe Wissenschaftler und Kinderschutzorganisationen, die das fordern. Leider bisher nicht praktisch durchsetzbar, aber dafür, für diese Idee gibt es eine relativ breite gesellschaftliche Unterstützung in Deutschland. Hans Florian. Ja, ich komme mir ja immer so vor wie der alte Cato mit seinem Ceterum censeo Carthaginem esse delendam, wenn ich das Thema bringe, bedingungslose Arbeitsteilung. Wir müssten eigentlich von der Ökonomie her die Trennung machen zwischen der persönlichen Wohlfahrt, die wir als Sozialstaat gewähren müssen, wenn jemand in eine Notlage gekommen ist, und der gesellschaftlichen Wohlfahrt, zu der die Arbeitsteilung die Grundlage ist. Und ich sehe, ich verstehe gar nicht, warum man das nicht verstehen kann, dass man rein ökonomisch, wenn man die Arbeitsteilung mit allen Konsequenzen durchführt, dann ist klar, dass wenn jemand an der Arbeitsteilung teilnehmen will, dann müssen andere dafür sorgen, dass er was zu essen hat, damit er irgendwo SUVs zusammenschrauben kann. Es muss das, was für alle gemacht wird, auf alle aufgeteilt werden, und zwar einmal pro Kopf und dann pro Leistung. Und pro Leistung nicht nur pro direkter Leistung, sondern auch pro indirekter Leistung. Da hätten wir die Car Economy und die Care Economy drin. Das ist meiner Ansicht nach so eine klare Logik, mit der sollte man viel mehr in die Öffentlichkeit treten. Auch da würde ich gerne direkt mal kurz was dazu einhaken. Das, was Bien an die Vereinten Nationen geschickt hatte, das kam dann schließlich als Bestandteil in diesen Report. Den habe ich gerade eben erst gelesen. Und das Interessante ist, dass dieser Report sich mit der globalen Veränderung der Arbeitswelt eigentlich beschäftigt und den Begriff der Burnout Economy verwendet. Und es wird dort gesagt, dass
zwar Arbeit möglicherweise sich ausgebreitet hat, aber dass die Arbeitsverhältnisse immer prekärer werden und hat das beschrieben, wie. Dass also unter anderem beispielsweise die Arbeitsstunden heutzutage schon beinahe endemisch in allen Ländern so vielleicht 2 Wochen im Voraus oder eine Woche im Voraus maximal bekannt gegeben werden. Manchmal wird jemand früh morgens aus dem Bett geklingelt und sagt, heute brauchen wir dich. Und da wurde dann gesagt, also die Leute haben sehr wohl Arbeit und sie haben Einkommen, aber sie werden verrückt. Also die mentale Gesundheitskrise verbreitet sich mit der Unsicherheit, ob dann vielleicht das Einkommen des heutigen Tages noch das des morgigen Tages ist, das dieses Monats, das des nächsten Monats. Und diese totale Verunsicherung in der Arbeitswelt sei überall auf der Welt im Vormarsch. Und das ist, sei der Grund, und jetzt finde ich das besonders interessant, weil so habe ich das noch nie vorher gelesen als in diesem Bericht, das sei der Grund, warum auf zielgruppenorientierte, bedürftigkeitsgeprüfte Sozialsysteme nicht mehr ausreichen, um da dagegen zu steuern, weil die Leute werden durch die Unsicherheit verrückt, nicht gar nicht mal so sehr, dass sie das Geld nicht hätten. Geld kriegen sie schon, aber sie wissen nicht, ob sie es morgen und übermorgen noch kriegen. Und das macht sie so dermaßen frustriert und führen in Suizide und in Depressionen und was nicht alles, sodass nur ein bedingungsloses Grundeinkommen, das in existenzsichernder Höhe gezahlt wird, den Ausweg böte, dass die Leute wieder etwas ruhiger, etwas weniger depressiv und etwas weniger selbstmordgeneigt würden. Das auf der globalen Ebene argumentiert als Beitrag für die Vollversammlung der Vereinten Nationen, finde ich sehr interessant, weil es nämlich wesentlich mehr noch in den Blick nimmt, als die Verteilung von Einkommen und von Arbeit in gerechter Weise, sondern es nimmt vor allem die gegenwärtigen Entwicklungen in den Blick und benennt sie auf eine so drastische Art und Weise, dass ich mir die Frage stelle, wenn das bekannt ist, warum reden nicht viel mehr Leute im politischen Raum über genau diesen Effekt und dass er nur auf diese Art und Weise bekämpft werden kann? Also von daher, ich glaube schon, dass in der Verbindung mit der Gestaltung der Arbeitswelt und der Verteilung der Arbeit, dass das Grundeinkommen in jedem Fall nur damit gedacht werden kann und dass es in direkter Beziehung steht. Insofern, ja, gebe ich dir völlig recht. Ich sehe noch eine Meldung von Thomas. Weil Thomas ist Ja. das jetzt gerade. Ja. Ja, ich bin der Thomas, aber ich glaube, der Mann ist Schon reingekommen. Probleme hat. Ah. Na, jetzt Ah. ist er wieder da. Okay. Bitte, Thomas. Ja, ich war mir nicht sicher, ob du was sagen möchtest. Du warst irgendwie komisch eingefroren. Nee, ich hatte ja gesagt, du hatte dich ja aufgerufen. Ne, das habe ich nicht gehört. Das ist Okay. gut. Also gut. Ihr habt jetzt schon wieder so viele Dinge angesprochen. Räusper, ich hatte natürlich eine Gegenrede zur Existenz. Also ich bezeichne mich immer auch gerne als B-Aktivist. Mir ist nämlich das Bedingungslose wichtiger als das Grundeinkommen. Und wenn ich mir was wünschen darf, dann natürlich ein auskömmliches, tolles Grundeinkommen mit KV, so wie es die Utopisten in der Runde fordern, sich wünschen, als Fernziel unbedingt. Andererseits spreche ich jetzt nicht nur als Aktivist, sondern durchaus auch als Betroffener. War zum Beispiel 15 Jahre Hardcore alleinerziehend. Mit Hardcore meine ich ohne familiäre Unterstützung, wirklich ohne irgendwelche Zuwendungen, ohne irgendwelche Ersparnisse unterm Kopfkissen. Also ich kenne diese Seite sehr gut. Und wenn mir damals eine Sozialhilfe bedingungslos zur Verfügung gestanden hätte, die nicht ausgereicht hätte, die knapp zu wenig war natürlich, wie immer, Bürgergeld ist auch knapp zu wenig, es war ein Zufall, hätte es mir trotzdem sehr geholfen. Wichtig ist tatsächlich das Modell. Ist es substitutiv? Wird jedes Einkommen sofort angerechnet oder kommt Einkommen on top? Von mir ist auch gerne progressiv, dass es irgendwie anteilig ist, die ersten 100 Euro frei und dann immer 10%weise immer mehr, wie auch immer, so wie es ja auch beim Steuerrecht ist. Aber das hätte mir wahnsinnig geholfen. Unglaublich. Und ich glaube, viele Leute, die eingeschränkt arbeitsfähig sind, sei es mit Einschränkungen, meine ich, weil sie vielleicht gesundheitlich gehandicapt sind, sich um ein kleines Kind kümmern müssen, wie ich, hätten ja trotzdem ein paar Stunden Zeit, sich zumindest die fehlenden paar hundert Euro dazu zu verdienen. Und
Ich erzähle die ganze Geschichte nur deshalb, wenn ich glaube, die Akzeptanz zur Einführung eines Grundeinkommens in dem Industrieland ist höher, wenn man nicht sagt, es muss luxuriös, nenne ich es jetzt mal, komfortabel, existenzsichernd sein, oder ob man sagt, unsere Sozialhilfe in vielen Ländern, Industrieländern gibt es ja sowas Ähnliches, ist zunächst mal bedingungslos, und wer wirklich bedürftig ist im bisherigen Sinne, der kriegt dann noch Sozialleistungen on top, so wie bisher auch. Also ich will darauf hinaus, diese Fixierung auf die Geldhöhe, kann ich jetzt so hier unter BGE-Aktivistinnen sagen, stört mich etwas. Also es ist cool, wenn man so argumentiert und wenn man das als hehre Forderung offen und transparent hat, aber ich sehe es deutlich pragmatischer, das Bedingungslose. Und wie es dann wirklich gehandhabt wird, ist, glaube ich, wichtiger. Weil mir geht es tatsächlich auch um die Akzeptanz. Und das ist ja genau der Punkt, den das Bündnis gegen die Sanktionen genauso vertreten hat. Zu diesem Bündnis haben wir gehört, da haben wir mitgearbeitet. Natürlich wäre die Abschaffung der Sanktionen, also im Prinzip das Stellen des Bürgergeldes beziehungsweise vorher von Hartz IV, auf mehr oder weniger bedingungslos. Also wenn die Sanktionen weg sind, ist es ja noch nicht ganz bedingungslos, aber die Bedingungen sind schwer durchzusetzen ohne Sanktionen. Das wäre ein Fortschritt, ohne jede Frage. Ich glaube, das war auch nirgendwo ernsthaft umstritten. Umstritten wäre, ob man in dem Fall dann von einem bedingungslosen Grundeinkommen reden sollte oder nicht. Aber nicht umstritten wäre, dass das ein Fortschritt wäre. Olaf, willst du darauf antworten oder sollen wir Jörg dran nehmen? Es gab da noch eine Frage, die ich gelesen hatte im Chat. Was ist denn das Ziel, zu Eduardo Suplicy nach Brasilien zu reisen mit dem nächsten Kongress? Oder was ist die Hoffnung, die sich damit verbindet? Ja. Ich würde gerne darauf hinweisen, Eduardo Suplicy sitzt in Sao Paulo. Wo wir hinreisen, das ist Niterói und Marica. Niterói und Marica sind zwei kleine Kommunen, unmittelbar auf der gegenüberliegenden Seite von dem Golf von Rio de Janeiro. Und diese beiden Kommunen haben bereits eine Art bedingungsloses Grundeinkommen in nicht existenzsichernder Höhe eingeführt und praktizieren das jetzt schon ein paar Jahre. Aus diesem Grund sind sie recht bekannt in Brasilien und die Politiker vor Ort erklären auch immer wieder, dass das ein Modell für alle Kommunen Brasiliens wäre. Und das bedingungslose Grundeinkommen ist dort auf jeden Fall ein Thema, das den Fernsehnachrichtensendern auch was wert ist. Der schon vorhin mal erwähnte Jürgen de Vispelade war jetzt gerade im April in Brasilien, in Niterói. Und dort war es allerdings der Lokalfernsehsender. Der hat ihn aber eingeladen zu einer einstündigen Fernsehdiskussion zum bedingungslosen Grundeinkommen, zusammen mit den lokalen Aktivisten, die dort inzwischen auch einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht haben. Und die dadurch, und jetzt kommt zu der Hoffnung, dadurch, dass sie den Bien-Kongress bei sich veranstalten, hoffen, dass sie vorankommen mit der Propagierung eines bedingungslosen Grundeinkommens in allen brasilianischen Kommunen. Das heißt, es ist mehr eigentlich die einladende Gruppe, die sehr aktiv ist und offensichtlich auch sehr gut ein Standing in der Debatte in Brasilien hat, die eine Hoffnung damit verbindet, dass sie Aufmerksamkeit auf das Thema zieht, mehr als Bien selbst. Bien hofft allerdings, dass es regelmäßig jetzt auch in den globalen Süden gehen kann mit den Kongressen, weil eben, wie gesagt, es möchte mehr sich global aufstellen. Und dazu hat dann eben derselbe Jürgen de Vispelare, der, man merkt schon, er ist einer der umtriebigsten in unserem Executive Committee, auch gesagt, wir müssen nach Osteuropa gehen, und vermutlich wird es dann so sein, dass nach Brasilien kommen die USA und nach den USA kommt Polen in Warschau. Das bedeutet, wir haben also jetzt wahrscheinlich 25 Brasilien, 26 USA, 27 Polen. Das ist so der Zeithorizont. Danke, dann Jörg. Also ich widerspreche da auch total Thomas. Also ich meine, das wäre natürlich schon eine Verbesserung, was du sagst, aber man kann da von keinem Grundeinkommen sprechen. Und dass das Grundeinkommen überhaupt seine Wirkung entfalten kann, die emanzipatorische Wirkung, dass du nicht jeden Scheißjob annehmen musst, ist, dass es eine gewisse Höhe hat. So, das muss Existenz und Teilhabe sichernd sein.
Das wäre schon ein sehr wichtiger Punkt, auf den ich so nicht verzichten möchte. Das war jetzt eher ein Statement. Also ich kann jeden Menschen verstehen, Thomas Jagd, der in der Situation ist, diese entwürdigende Prozedur bei der Arbeitsagentur regelmäßig durchlaufen zu müssen. Und der sagt, also von mir aus können Sie mir vom Bürgergeld nur noch 50 Euro abziehen, wenn ich diesen Scheiß hinter mir habe. Und weiß, was ich jeden Monat tatsächlich zur Verfügung habe. Das ist mir lieber als etwas mehr Geld und diese entwürdigende Prozedur auf dem Amt machen müssen. Das kann ich gut verstehen. Das ist aber eine Sicht von Betroffenen und nicht eine Sicht der prinzipiellen Grundeinkommensdiskussion. Insofern finde ich es auch sinnvoll, das auch auseinanderzuhalten in der Diskussion. In der Sache kann ich dem Argument durchaus folgen. Aber Thomas will dazu noch mal was sagen und hat natürlich die Möglichkeit dazu. So, nachdem ich jetzt euch beide so schön nebeneinander höre, wähle ich drittens. Ich stelle in Abrede, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen, wie soll ich es ausdrücken, zwangsläufig existenzsichernd sein muss, um die Effekte zu entfalten, dass ich freie Arbeitsplatzwahl habe, dass ich dann nicht mehr unter dem Druck stehe, Scheißjobs annehmen zu müssen. Und nur in deine Richtung, Werner, ich habe mich nie als Sanktionsopfer gesehen. Ich habe beste Erfahrungen gemacht mit den Ämtern. Wenn man mit denen freundlich redet und ein paar Tricks kennt, kommt man da gut durch. Nö, habe da nie drunter gelitten. Das war nie mein Problem. Das Problem war, dass ich immer gewusst habe, scheiße, wenn ich jetzt 500 Euro dazu verdiene, dann habe ich maximal 160 Euro mehr. Der Rest wird einfach immer sofort verrechnet. Deswegen meine ich, die Finanzierungsmodelldiskussion ist da für mich viel wichtiger. Kommt es on top oder ist es bottom up, unten drunter? Und nein, ich behaupte, wenn jetzt meinetwegen ein Grundeinkommen in Deutschland, sagen wir mal, nur knapp Bürgergeldniveau hätte, hätte es trotzdem die Wirkung, die der Jörg Ackermann fordert, dass die Leute viel freier wären auf dem Arbeitsmarkt. Weil dann können sie nämlich sagen, okay, dann, wie soll ich es ausdrücken? Ich glaube, auch dann habe ich den Effekt, Nein sagen zu können. So, das ist jetzt einfach so meine These aus meiner eigenen Lebenserfahrung. Dann weiß ich genau, okay, den schlechten Job XY lehne ich ab. Dann habe ich halt nochmal 2 Monate weniger, bis ich dann einen besseren Job gefunden habe. Mit besser meine ich nicht besser bezahlt, sondern der mir mehr Freude bereitet, mehr bringt. Also, nö, ich glaube nicht, dass um diese Lenkungswirkung oder Freiheit, diese emanzipatorische Wirkung zu haben, muss es nicht zwangsläufig wirklich die komfortable Existenz sich unterwerfen. Glaube ich nicht. Ich habe das Gefühl, wir drehen uns jetzt ein bisschen im Kreis. Die Argumente wiederholen sich. Würde es vielleicht ganz Bitte, gerne reinschmeißen, bitte, bitte, Olaf. dass diese Argumente sich zwar wiederholen, aber es gab auch eine Beobachtung von einem neuen Mitglied des Executive Committee, ein gewisser Li Qiazheng, der jetzt neu gewählt wurde. Ich versuche jetzt mal gerade auf den dazu kommen, aus dem er kommt, auf jeden Fall aus einem asiatischen kleineren Staat, der gesagt hat, er findet eigentlich, weil er kennt sowohl die konservative Seite als auch die sozialaktivistische Seite oder links und rechts, konservativ und Arbeiter und so weiter, als Parteien, die irgendwie gegeneinander auf die Barrikaden gehen. Ihm sei aber aufgefallen, dass die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens eine Idee ist, die im Zweifelsfall für beide Parteien so gestaltet werden kann, dass sie attraktiv ist. Sie vereine also quasi the best of both worlds, wie man im Englischen so schön sagt. Also zum einen den Gedanken der sozialen Sicherheit und der Aufhebung von Klassengegensätzen, zum anderen den der individuellen Freiheit, den er bei der Linken so in dieser Form nicht sieht und deswegen bei rechts und konservativ verortet. Also möglicherweise sollte man tatsächlich darüber diskutieren, wie das bedingungslose Grundeinkommen wirklich zu einem großen Effekt führt, dass eine ganze Gesellschaft es will.
Weil letztlich zur Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens braucht man ja tatsächlich die Befürwortung von einer möglichst überwältigenden Mehrheit einer jeden Bevölkerung. Und da sind wir, wenn wir uns ganz ehrlich in die Augen gucken, noch lange nicht. Und das ist insofern vielleicht eine Überlegung, die wert ist, noch ein bisschen hin und her gewälzt zu werden. Danke, Dagmar noch. Und von Sebastian steckt noch eine Frage im Chat. Ich denke, die beantwortest du dann, nachdem Dagmar gesprochen hat, gleich in einem, Olaf. Dagmar, bitte. Dagmar, du musst Mikro anmachen. So, wir hören dich nicht. Also ich sehe zwar, dass dein Mikro an ist, aber wir hören dich nicht. Naja, wir hören dich nicht. Irgendetwas ist an deinem Computer so eingestellt, dass dein Mikro nicht funktioniert. Schau mal, ob du das lösen kannst. Olaf. Solange kann ich die andere Frage Genau. beantworten. Genau. Ja, also es ist so, wir haben als Bien von einer Geldsammelorganisation namens Mustard Seed Fund, also Senfsaatenfonds, muss offensichtlich ein Wort sein, das im Englischen beliebt ist für sowas. Deswegen gab es das schon bei Shakespeares Sommernachtstraum, Herr Senfsamen, Mustard Seed. Bis Mai 2025 Geld für drei Stellen bekommen. Wir sind aktuell im Gespräch, dass das möglichst verlängert werden soll. Für 1 oder 2 Jahre, da sind die entsprechenden Leute, wie gesagt, in Verhandlung. Aber die waren ja nicht untätig bislang und haben es durchaus auch hingekriegt, mehr Netzwerke vor Ort zu schaffen. Und der Ausweg quasi ist, dass man so eine regelmäßige Netzwerkversammlung in diesen Regionen initiiert, aus denen dann jeweils jemand zum Executive Committee delegiert ist, der dann berichten kann, wie es dort in den verschiedenen Ländern diskutiert wird. Insofern haben die schon Grundlagen gelegt und eigentlich ist der Plan auch, dass sie dann vor Ort eigene Organisationen schaffen, die dann auch eigene Fördergelder gründen. Also Chris Noir in Südafrika ist wohl da am weitesten. Der scheint durchaus zuversichtlich zu sein, dass er eine Organisation ins Leben rufen kann, die dann auch Fördergelder aus Südafrika bekommen kann. Was also doch auch bedeutet, es wären dann lateinamerikanische Fördergelder für die lateinamerikanische Region und so weiter. Und das auf den Weg zu bringen, das war eigentlich die Idee für diese Regional Hubs Manager. Und wir hoffen trotzdem, dass wir sie noch 1 oder 2 Jahre verlängern können. Dagmar Versuch. Entschuldigung. Meinst du, es geht jetzt, Dagmar? Versuch mal. Nee, geht nicht. Okay. Wir sind auch mit der Zeit fast durch. Ich würde einen Punkt noch kurz ansprechen, der schon mal angeklungen ist. Olaf, du hattest darauf hingewiesen, dass es im Rahmen der Vereinten Nationen jetzt auch eine beginnende Diskussion gibt, dass die Belastung durch die Arbeitsverhältnisse, durch die Unsicherheit des Einkommens eine Situation schafft, die man eigentlich nur mit einer umfassenden, allgemeinen, universellen Leistung lösen kann. Das ist im Prinzip ja auch die Debatte gewesen, die Argumentation gewesen, wie sie in dem Weltbericht von Earth for All gemacht worden ist, auch wenn die ein bisschen anderen Vorschlag machen als ein bedingungsloses Grundeinkommen mit ihrer bedingungslosen Dividende, die sie da vorschlagen. Nun ist der deutsche Bericht ja, Anfang letzter Woche veröffentlicht worden. Und der bleibt an dieser Stelle weit hinter dem weltweiten Bericht zurück. Ich habe den Eindruck, dass das mit damit zu tun haben könnte, das ist ein Eindruck, ich weiß es nicht, dass es mit damit zu tun haben könnte, dass man Sorge hat, im deutschen reaktionären, auf Repressionen orientierten Diskurs nicht mehr ernst genommen zu werden. Das wäre natürlich fatal, wenn Wissenschaftler wissenschaftliche Erkenntnisse nicht mehr öffentlich äußern, weil sie Angst haben, politisch damit im Abseits zu landen. Gibt es da irgendwelche Hinweise darauf, dass ich mich da irre oder dass ich da recht haben könnte?
Da würde ich mich vollständig im Bereich der Spekulation bewegen. Das Einzige, was ich antworten möchte in dem Zusammenhang, ist, dass ich generell den Eindruck gewonnen habe, seitdem ich mich über Bien mit vielen Ländern beschäftige, dass Deutschland in allen Themen vollständig abgekoppelt ist von der globalen Diskussion. Also rein Punkt, dieses Land hat gerade keine Ausstrahlung nach außen und keine Membran, die Einflüsse von außen nach innen lässt. Dieses Land ist sich selbst genug, ist damit vollständig auf dem Holzweg und weiß es nicht. Und das gilt vielleicht für die Grundeinkommensdiskussion, das gilt für die wissenschaftliche Diskussion, das gilt für die politische Diskussion. Aber es ist so ein dermaßen umfassender Eindruck, den ich gewonnen habe, dass ich glaube, du kannst sehr wohl recht haben, aber es wäre nur ein winzig kleines Bausteinchen, in einem ganz, ganz großen, Puzzlespiel, Vexierbild oder Kaleidoskop, wo alles das Gleiche ergibt. Wir kümmern uns nicht mehr um die Welt. Das ist Blödsinn, aber es ist so. Okay, das ist leider kein ermutigendes Schlusswort gewesen, aber so ist es halt, wenn die Dinge so sind, dann sind sie so. Herzlichen Dank an euch alle, ganz besonders an dich, Olaf.